Kapitel 13 Wahrheiten. Ellie und Grizzly schnaubten und keuchten, als sie 1,5 Kilometer weiter zum Stehen kamen. Ich kann nicht mehr, japste Grizzly. Auch Ellie war außer Atem und schwitzte. Die Knöchel an ihrer rechten Hand waren aufgescheuert. Aber es war ein guter Schmerz. Ein Schmerz, der sagte, ja, du hast alles richtig gemacht. Und eine Belohnung war auch noch für sie herausgesprungen. Und zwar in Form der Geldbeutel der 3 miesen kleinen Wichser, die den Obdachlosen nur so zum Spaß gepiesackt hatten, indem sie johlend sein Zeug über den Bauzaun geworfen hatten. Einen nach dem anderen öffnete Ellie die Geldbeutel, nahm Scheine und Münzgeld heraus und ließ die Geldbörsen dann mit dem restlichen Inhalt achtlos hinter sich auf den Gehweg fallen, als Grizzly und sie langsam weitergingen. Schon während sie das tat, konnte sie es nicht fassen. Sie konnte nicht fassen, wie viel Taschengeld diese kleinen, verpissten Schnösel von ihren Eltern bekamen. Und? Wie viel ist es? Sie drehte sich zu Grizzly um, der sie erwartungsvoll anschaute. Glaubst du nicht? Na sag schon, alles zusammen sind das fast 1000. Was? Grizzly stieß ein verblüfftes Lachen aus. Fast 1000? Kann nicht sein. Zeig her. Ellie grinste. Siehste? Ellie streckte ihm die Hand entgegen, in der sich die zerknüllten Scheine befanden. Es waren fast nur 50er. 300er waren auch dabei. Komm schon, nimm dir die Hälfte. Das ist scheiße viel Geld. Grizzly lächelte, aber nicht so, wie Ellie es erwartet hatte. Irgendwie schief. Da hast du recht, sagte er. Aber du kannst es noch besser gebrauchen als ich. Behalt es. So ein Blödsinn. Du brauchst das doch sicher auch für neue Sachen oder so. Außerdem hätte ich die 3 Typen ohne dich gar nicht geschafft. Wenn du nicht dabei gewesen wärst, dann... Du hättest es geschafft, unterbrach Grizzly Ellies Ausführungen, ganz sicher sogar. Schau dir deine Hand an. Meine Güte, so habe ich dich noch nie gesehen. Du bist eine Bestie. Ellie zuckte mit den Schultern. Das waren ja auch nur verdammt kleine Wichser. Verzogene, reiche Arschlöcher. Also, was ist jetzt? Nimmst du die Hälfte oder nicht? Ich frag nicht nochmal. Grizzly schüttelte langsam den Kopf. Nein, ernsthaft, behalte das Geld, Ellie. Aber ich brauch einen Gefallen von dir. Ellie runzelte die Stirn. Einen Gefallen? Was für einen Gefallen? Ich hab doch schon gesagt, dass ich nicht mit dir rummachen werde, oder? Scheiße, Grizzly, die Bullen! Komm, wir hauen ab! Grizzly blieb stehen, streckte die prankenartige Hand aus und hielt sie am Arm fest. Benimm dich nicht so auffällig. Steck die Hände in die Taschen und lächle, hörst du? Ich mach das schon, sagte er mit einem Blick auf das langsam die Straße entlang auf sie zurollende Polizeiauto. Auch Ellie schaute in Richtung des Streifenwagens. Der Fahrer schaltete jetzt das Blaulicht ein, verzichtete aber auf die Sirene. 2 Polizisten stiegen aus, eine kräftige blonde Frau um die 50 und ein jüngerer und schlankerer Mann mit Gelfrisur, beide in Uniform. Die Frau ergriff das Wort. »So spät noch unterwegs?« Ellie bemerkte, dass der jüngere Polizist einen Bogen machte und ihr und Grizzly die Richtung versperrte, in die sie unterwegs gewesen waren. Dort blieb er stehen, beide Daumen in den Gürtel gehakt und beobachtete sie aufmerksam. Ein Glück, dass Ellie instinktiv Grizzlys Anweisung befolgt und ihre ledierte Hand mit den Geldscheinen darin tief in ihrer Jackentasche vergraben hatte. Sie lächelte dem Polizisten zu und der lächelte sogar zurück. Seine Augen blieben aufmerksam. »Fuck, wie weit sind wir gelaufen, seit ich die Geldbeutel fallen gelassen habe? Nicht weit genug, oder? Aber immerhin war es dunkel. Die Polizisten mussten schon an den Geldbörsen vorbeigefahren sein. Sicher hatten sie sie nicht gesehen. Es standen ja Autos am Straßenrand, die die Sicht auf den Gehweg verdeckten. Grizzly antwortete jetzt mit einem Lächeln auf den Lippen. »Guten Abend. Was meinen Sie mit spät? Es ist doch erst kurz nach 9, oder trügt mich mein Gefühl?« »Nein, da haben Sie schon recht. Aber die Gegend ist gefährlich und es ist dunkel.« Ungläubig wiederholte Grizzly, »die Gegend ist gefährlich. Diese Gegend?
Er machte eine kreisende Bewegung mit dem Zeigefinger. Die Polizistin nickte. Ja, langsam aber sicher ändern sich die Zeiten, fürchte ich. Gerade eben hat es einen Raubüberfall gegeben. Ein Raubüberfall? Fragte Grizzly. Er sah ernsthaft schockiert aus. Ellie biss sich auf die Unterlippe. Er war wirklich gut. Der Polizist, der dem Gespräch zwischen seiner Vorgesetzten und Grizzly ebenfalls aufmerksam folgte, entspannte sich etwas. Ja, ein Raubüberfall. Gar nicht mal so weit weg von hier. Vielleicht 1000 Meter. Grizzly machte große Augen, was im Licht der Straßenlaternen beinahe lächerlich wirkte. Die Polizistin schien davon nichts zu bemerken. Unbeirrt fuhr sie fort. Ist Ihnen vielleicht was aufgefallen? Jemand, der geflohen ist? Die Täter sollen in die Richtung gelaufen sein, in die Sie auch unterwegs sind. Genau genommen, die Polizistin lächelte etwas verlegen, genau genommen passt die Beschreibung genau auf Sie und Ihre Freundin, Herr von Filderstedt. Was? Grizzly wollte schon antworten, aber da stellte Ellie, die innerlich schon zusammengezuckt war, erleichtert fest, dass die Polizistin an einer Antwort augenscheinlich gar nicht interessiert war und nun einfach weitersprach. Aber Sie haben's ja nicht nötig, Halbwüchsigen Ihre Geldbeutel abzunehmen, nicht wahr? Grizzly lachte und es klang künstlich. Nein. Nein, das habe ich allerdings nicht. Außerdem bin ich nicht blöd. Wenn ich schon jemanden überfallen würde, dann würde ich doch sicher nicht direkt nach Hause rennen. Aber jetzt, wo Sie es sagen, wir sind vor 2 oder 3 Minuten von 2 Joggern überholt worden. Die waren allerdings nicht wie Jogger angezogen. Naja, wir haben uns nichts dabei gedacht. Jeder hat so seine Hobbys, nicht wahr? Die Polizistin lächelte schief. Ja, so ist das wohl. Passen Sie trotzdem auf sich auf, ja? Grizzly nickte und lächelte zurück. Klar doch. Die Polizistin schien zufrieden. Dann noch einen schönen Abend, Herr von Filderstedt. Ellie sah sich um. Sie hatte gar nicht gemerkt, dass sie im Stadtteil Hochburg angekommen waren. Die Rauferei mit den 3 kleinen Ärschen und die darauf folgende Flucht waren zu aufregend gewesen. Sie befanden sich in einem der Villenviertel, wo die Häuser von Zäunen und parkähnlichen Gärten umgeben waren. Alte Häuser, teure Häuser, große Grundstücke mit teuren Autos davor. Herr von Filderstedt. Ellie versuchte sich ihre Verblüffung nicht anmerken zu lassen, als auch der jüngere Polizist einen schönen Abend wünschte und auf der Beifahrerseite des Polizeiwagens einstieg. Ellie blieb stehen und sah dem Polizeiauto nach. Erst als der Wagen außer Sicht war, weil die Straße, in der sie sich befanden, einen leichten Knick nach rechts machte, sprach Ellie weiter. »Herr von Filderstedt, du wohnst hier?« Mit nicht deutbarem Gesichtsausdruck drehte Grizzly sich zu ihr um. Er nickte. »Ja, das war der Gefallen, um den ich dich bitten wollte. Sag es nicht den anderen. Bitte, ja?« Ellie war für einen Moment verwirrt. »Was soll ich den anderen nicht sagen? Ich verstehe nicht, was...« »Ellie, ich wohne gleich in dem riesigen Kasten da drüben, oder besser gesagt dahinter, in einem eigenen kleinen Haus.« Meine Eltern sind stinkreich. Wenn die anderen das mitkriegen, bin ich komplett unten durch bei denen, verstehst du? Ellie, die sich in dieser Sekunde noch nicht einmal sicher war, ob er nicht auch bei ihr unten durch... Nein, das war Blödsinn. Er war ein guter Freund. Er hatte ihr Hilfe angeboten und sich damit selbst dem Risiko sozialer Ächtung ausgesetzt. Er war ein legendärer Ladendieb und hatte mit ihr zusammen 3 Körperverletzungen begangen. Zumindest vor dem Gesetz. Moralisch gesehen war die Aktion Ellies Meinung nach absolut korrekt gewesen. Sie hatte solche Typen wirklich satt. Noch immer schaute Grizzly sie ziemlich unglücklich an, fast schon flehend, und sie beeilte sich zu sagen, »Von mir erfährt das keiner. Aber du musst mir schon noch erklären, wieso du...« Grizzly nickte. »Mache ich, Ellie. Ich denke, das ist auch gar nicht so schwer zu verstehen. Aber jetzt lass uns doch erst mal reingehen.« »Wir sind hier nicht in einer Gegend, in der es gern gesehen wird, wenn...« Er machte eine Pause, Gesindel, und zwinkerte bei dem Wort, auf der Straße herumlungert. Dann lachte er, Ellie auch, etwas leiser.